herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Balvaney Doublewood, 12 Jahre. Die Brennerei Balvaney liegt wie so viele andere Brennereien auch am Fuße des Rivers Bay und ist der kleine Bruder sozusagen der Brennerei Glenfiddich, deren 12-jähriger Single Malt der meistverkaufteste Single Malt der Welt ist. Ja, das Besondere an Balvaney ist, dass sie ihre Gerste noch selber melzen. Nicht alles, aber zumindest einen Teil davon. Ja, die Flasche, sehr schön, erinnert mich an eine große Ausführung einer Medizinflasche aus dem letzten Jahrhundert. Schönes, hochwertiges Etikett auf altgemacht Holzkorken. Die Farbe des Single Malts ist sehr schön zu erkennen, schönes Bernsteinfarben. Leider ist er eingefärbt mit Zuckercouleur. Das macht man, wenn einzelne Chargen unterschiedliche Farben haben. Zur einheitlichen Farbgebung werden die mit Zuckercouleur eingefärbt. Ja, sehr schöne Flasche. Hier hat der Master, der Malt Master David Stewart auf dem Etikett unterschrieben. Sehr schöne Flasche, hier hinten ein Bild abgebildet, hier ein kleines Logo. Schwangere nicht trinken. Weiß nicht, ob man sieht. 40% Volumenalkohol. Klingt nach Einsteigermalt. Diese Flasche spricht mich aber ungemein an, gefällt mir echt gut. Ja, die Flasche habe ich online bestellt, hat mich 32,50 gekostet, ist so ein Durchschnittspreis. Man kriegt den teilweise auch im Geschäft, dann bezahlt man mehr. Wie gesagt, ich habe den günstigsten Preis bezahlt im Internet, 32,50 für die 0,7 Liter Flasche. Da steigt mir gleich ein ganz krasses Orangenaroma in die Nase. Orange, Mandarine, Zitrusfrucht. Wird getragen von so einer leichten Vanille. Und ich meine, eine ganz dezente Marzipannote zu riechen. Also richtig sehr, sehr gut. Total einladend, süffig, macht richtig Bock auf mehr, den dann auch wirklich zu trinken. Echt geil vom Aroma her. Hammer. Da kommt sofort die Eiche, der hat einen Antritt, trotz der 40%, kommt volle Kanne die Eiche durch, eine schöne Würze, es prickelt im Mund, die Orangen kommen geschmacklich nach, toll, wird warm im Rachen, aber der Abgang vergleichsweise kurz, ich merke jetzt noch hinten die leichte Süße und die Eiche. Verblasst aber schon wieder, also ein verhältnismäßig kurzer Abgang, dafür aber sehr intensiv. Die Eiche schlägt voll rein, er macht seinem Namen Doublewood wirklich alle Ehre. Nochmal probieren. Sehr krass, die Eiche. Zitrusfrucht, die Orange. Erinnert mich allgemein sehr an Weihnachten vom Geschmack her. Es passt nämlich, weil wir schreiben jetzt den Dezember 2014. Also passt mir die Faust aufs Auge, eine vorweihnachtliche Zeit. Ein Single Malt für die vorweihnachtliche Zeit. Erinnert mich wirklich sehr an, auch an Gewürze. Ein bisschen Nelke, Marzipan ist drin, Orange, Mandarine. Also, passenderweise verkoste ich heute den, ungewollt, vom Aroma her. Da ist aber noch so eine Note, erinnert mich an, ja, an Kaugummi. Und zwar
diesen gelben von Wrigley's, diesen Spearmint, Juicy Fruit. So eine ganz leichte Kaugummi-Note. Ja, ich rieche es jetzt auch noch. Tatsächlich eine Juicy Fruit Kaugummi-Note drin, echt interessant. Ja, ein echt schöner Single Malt, kann ich wärmstens empfehlen, auch für Einsteiger geeignet, aufgrund seiner 40% Volumen Alkohol. Ein sehr geradliniger Single Malt, nicht zu komplex, aber auch nicht zu einfach. Er sticht in keinem besonderen Aroma heraus, von allem etwas. Ein sehr geradliniger Single Malt, deswegen dürfte er eigentlich jedem schmecken. Mir schmeckt er und ich kann ihn euch sehr ans Herz legen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen und ich sage bis zum nächsten Mal, wenn ich euch eine Geschichte erzähle, und zwar die Geschichte von Max und Bo Moritz. Haut rein!